Servus, liebe Freunde. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt als erstes mal ein kleines bisschen aufräumen, denn 9.47 Uhr, das ist eigentlich cool. Das heißt, wir könnten ja noch mal eine Fuhre Zuckerrüben verkaufen. Wir sind ja noch in der aktuellen Stunde. Das heißt, noch ein bisschen Geld machen. Ja, und wo es ums Geld machen geht, ich habe ja eine private Nachricht bekommen. Also, es gibt immer gerne Leute, die wohl nicht so gerne in die Kommentarbox schreiben. Warum, weiß ich leider nicht. Könnt ihr ruhig machen, habe ich gar kein Problem mit. Und zwar geht es um Folgendes. Also, ich habe jetzt schon wieder gehört, bei dem LS15, wie der so schön heißt, können wir die alten Spielstände wahrscheinlich nicht übernehmen. So, und jetzt gab es zwei Wünsche, nämlich daraufhin, dass wir ja dann doch bald hier vielleicht zum Ende kommen, falls wir das mit dem alten nicht weiterführen, weil das wird, glaube ich, ein bisschen tricky, wenn ich das neue Update draufgespielt habe, dann im Prinzip beide parallel laufen zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Dass wir also im Prinzip sagen, wir verkaufen dann doch so ziemlich alles, was wir haben, um noch ein wenig zu erreichen. Mit dem Hintergrund, wir haben jetzt so die letzten 20, 30 Folgen im Prinzip nicht eine einzige große Nachfrage bekommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und so gesehen haben wir ja eigentlich dann nur totes Kapital. Ne? Und dieses Kapital könnten wir aber eigentlich wunderbar nutzen, um entsprechend noch so ein paar Punkte der Agenda abzuarbeiten. Und mal zu gucken, weil wenn wir natürlich viel Kapital haben, können wir investieren. Wenn wir investieren, kriegen wir natürlich mehr Ernte. Das bringt uns wieder mehr Geld. Und aus dem Punkt wünscht ihr euch dann doch, dass ich das wohl lieber wieder verkaufe und nicht mehr diesen Notfallreserveplan sozusagen habe. Apropos Reserve und Plan, wir planen ja immer noch jeden Tag eine Kuh und ein Schaf dazu zu kaufen. Und der MacWurago meinte auch, es wäre ja vielleicht gar nicht schlecht, hier auch die Hühner noch mit zu erweitern, dass die einfach auch mitlaufen. Okay, dann erweitern wir die hier auch mal. Nehmen wir jetzt immer mal so 10 Stück mit dazu, dass wir das so nach und nach mit reinkriegen. Denn dann wird auch das ein bisschen erhöht. Ne? Bringt ja auch wieder ein bisschen Kohle. Nach den Eiern sollten wir auch mal wieder schauen. Fällt mir gerade mal so ein. Wir können mal kurz in die Statistik gucken. Da haben wir ja auch eine Statistik für die Hühner, glaube ich. Ja, genau. Hühnerbestand 41, Eier 45, okay. Das heißt, wir könnten also auch dort uns bald mal wieder ranmachen. Bringt ja auch ein klein bisschen Geld. Nicht viel, aber sagen wir mal, so ein bisschen Spritgeld ist dann schon drin. So, und nachdem wir jetzt erst 9.50 Uhr haben sozusagen, also noch 10 Minuten Zeit, können wir in der Folge noch ein bisschen verkaufen und auch gleich noch ein bisschen Kohle erwirtschaften. Würde vielleicht sogar dann nochmal für ein Solarfeld reichen, denn ich glaube, es ist ganz praktisch, wenn man im Prinzip hier die laufenden Einnahmen, die automatisierten Einnahmen auch ein klein bisschen hochpushen. Denn damit können wir unsere Kosten decken und haben natürlich auch sichere Einnahmen, falls mal der Preis der Ernte nicht ganz so gut ausfällt. So, Zuckerrüben ist noch was drin, da können wir locker noch eine Fuhre machen. Würde ich auch sagen, werden wir tun. Und ja, dann können wir das Feld 16 auch schon starten. Und nein, ich habe es nicht vergessen, auch das Wasser für die Gewächshäuser müssen wir natürlich noch nachfüllen. Würde sagen, wir machen das so, wir füllen jetzt hier erstmal den Kipper, starten dann schon mal den Grubber und die Sämaschine für das Feld 16. Oder erstmal den Grubber, dass er sozusagen ein bisschen in Vorlauf geht. Und ja, dann gucken wir, dass wir noch ein wenig Wasser holen, dass wir zumindest die nächsten drei Gewächshäuser auch aufgefüllt kriegen. Ja, es ist ein bisschen umfangreicher, wir haben jetzt ein bisschen mehr zu tun. Aber das ist ja auch gut so, ne? Wenn wir ein bisschen was zu tun haben, kriegen wir auch ein bisschen Geld. Das ist ja der Sinn der Sache hier. Also schauen wir jetzt mal gerade. Ach, da hätte ich eigentlich auch gar nicht das so umständlich machen müssen. Ich kann eigentlich auch gerade hier rüberlaufen und den Grubber nehmen. Bist du direkt nebendran. Dann werden wir nämlich das Feld 16 gleich wieder mit der Einsaatvorbereitung beginnen. Dann würde ich sagen, drehen wir mal so rum. Nicht, dass wir wieder die Wäsche von der Frau kaputt fahren. Das mag die bestimmt nicht wirklich. Auch die hat sie noch gar nicht rausgehängt. Aber das macht sie wahrscheinlich erst wieder um 10 Uhr. So, gucken, das sollte soweit passen. Würde ich sagen, stellen wir gleich den Helfer ein. Genau, dann kann der hier schon mal gruppern. Dann ist das am Laufen. Der Truck ist noch hier in Arbeit. Und ich würde sagen, wir schnappen uns in der Zeit mal hier unseren Case Puma und fahren in Richtung
Ja, des Wasserlochs da oben. Ich kann aber auch mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo hier unten eine Wasserstelle ist. Ich wurde nämlich auch mal gefragt, was das denn kostet, wenn wir das hier mit Wasser auffüllen. Ah, da drüben ist ein Brunnen. Da machen wir das jetzt ausnahmsweise mal. Einfach nur, um euch mal zu zeigen, wie das hier vom Preislichen aussieht. Also wir haben jetzt 141.540 Euro. Und jetzt guck mal, wie das Geld nach unten geht. Ne? Ich meine, das spart natürlich die Fahrzeit. Aber wenn ich jetzt überlege, steht irgendwie in gar keinem Verhältnis. Also wenn ich das jetzt mal hochrechne, das sind, mal gucken, wenn der durch ist, ja, 1200 Euro für 6 Tonnen Wasser, das sind 6 Kubikmeter, das wären eigentlich nach unseren Preisen so 23, 24 Euro. Also das ist, sagen wir mal, im Verhältnis extrem teuer. Spart natürlich viel Zeit. Also das ist auch so ein Aspekt, was man dann vielleicht eher in Betracht zieht. Nachdem wir ja die Einnahmen jetzt haben, könnten wir eigentlich auch da das Wasser benutzen. Also, wie gesagt, das ist dann so die Überlegung. Für die Erstbefüllung würde ich das jetzt schon fast mal sagen, dass wir hier unten das Wasser nehmen, weil das einfach jetzt schneller geht. Und fürs Nachfüllen können wir das ja dann ohne Schwierigkeiten umstellen. So, ich fahre in der Zeit mal mit dem Truck hier weiter. Dann können wir nämlich hier doch nochmal eine Fuhre abgeben. 9.53 Uhr, das sollte dicke passen. Kriegen wir vielleicht sogar noch eine zweite Fuhre weg. Das schauen wir jetzt gleich mal. Der Grupper ist ja zum Glück schon zugange. Ich denke mal, wenn wir zurück sind, können wir wahrscheinlich auch die Seemaschine gleich mal starten. Auch früh genug einlenken, dass wir hier nicht wieder an die Scheune fahren wie vorgestern. Das war nicht ganz so gut. Und ihr seht ja, wir haben jetzt noch über, was heißt über, circa 1,5 Millionen Liter an Erntegut. Wenn ich das jetzt im Schnitt nur für 500 verkaufe, dann haben wir 750.000 Euro. Also von dem Punkt kann ich auch die Kommentare verstehen, die dann sagen, ja, ich wäre dann doch eher dafür, das zu verticken und die Kohle sinnvoll zu investieren. So, das werden wir jetzt auch machen. Wir werden also in den nächsten Folgen ein bisschen, ja, aktiv Geld machen, indem wir unsere Sachen hier verkaufen. So, der kann erstmal abtanken. In der Zeit fahren wir hier mal genüsslich weiter zum nächsten. Weil das Abtanken dauert ja auch immer einen kleinen Moment. Und ja, das Befüllen auch. So können wir ein bisschen hin und her switchen. Und können das hier im Prinzip im Multitasking-Prinzip starten. So, hier, das sieht gut aus. Der braucht aber noch einen Moment. Da will ich die Seemaschine vielleicht doch noch nicht hinten dran setzen. Der ist auch noch nicht so weit. Da wollte ich aber gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Der ist fertig. Nee, das ist der falsche Truck. Wo bin ich denn? Also ich Dummerchen. Ne? Zwei Trucks. Chance 50-50. Was nehmen wir? Den falschen. Das kommt davon, wenn man zu schnell, ohne zu gucken, klicken will. Nicht gut. Sodle. Ja, 55. Das heißt, ja, eine Fuhre schaffen wir noch. Dann haben wir die 200.000 Euro voll. Das ist schon mal richtig gut. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Wir wollten ja auch noch einen großen Case kaufen, weil die Ernte Feld 10, Feld 11 ist auch bald fertig. Das wird dann auch nochmal hochinteressant. Und außerdem haben wir überlegt, dann noch den Überladewagen zu kaufen. Das war die Idee vom Schorsch. Ehemaliger Arbeitskollege von mir, der meinte, also Überladewagen ist vielleicht der Vorteil, dass wir dann mit den Auspuffrohren nicht an dem, ja, Rübenruder hängen bleiben sozusagen, sondern das Ganze auch ein bisschen realistischer gestalten können. Denn normalerweise fährt man mit einem Truck ja auch nicht drauf. Das hat ja auch Martin und Marcel schon geschrieben. Die haben das zwar soweit akzeptiert, ist auch ganz lieb, aber im Prinzip habt ihr ja vollkommen recht. Also das sollte man wirklich nicht unbedingt so machen. Von dem Punkt her wäre es, glaube ich, sinnvoll, das anständig doch mal umzusetzen so langsam. So, 9.56 Uhr. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Wird bereits befüllt, der Truck. Das heißt, 20% Zuckerrüben hat er schon. So, auf der einen Seite, wir verdienen jetzt so viel Geld, weil ich hier gerade wieder beim Wasser stehe. Ich glaube, da ist es nach der Erstbefüllung nur zum Nachfüllen mit 1.000, 2.000 Euro vielleicht gar nicht so schlimm. Die produzieren ja 720 Euro pro Stunde. Das heißt, wir haben das ja mit einem Vielfachen wieder drin sozusagen. Also da denke ich mal, können wir eigentlich ein Äuglein zudrücken. So, fahren wir jetzt mal in die dritte Reihe. Oh, das wird jetzt auch lustig. Da habe ich, ach du Schande, da habe ich gepennt. Ich sehe nämlich gerade die Wassertanks. Hilfe, die stehen nämlich auf der Innenseite. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt noch hin.
Ich muss ja im Prinzip da ranfahren. Das war jetzt sehr, sehr ungünstig. Gucken, ob ich das hinkrieg. Oh, Backe. Aber der Abstand ist eigentlich ziemlich gut. Das könnte soweit reichen. Muss nur gucken, dass ich nicht hängen bleibe. Ja, das passt eigentlich. Ich bin nur ein bisschen blöd vom Winkel rangefahren. Nee, das passt nicht so ganz. Ich muss doch noch mal ein Stück vor, sorry. So. Und jetzt gleich ein bisschen gegenlenken, dass wir da einigermaßen gerade rankommen. Ja, passt aber hier. Welchen füllt er auf? Den? Ja, gut. Dann haben wir Glück gehabt. Also das haut hin. Da muss man natürlich immer drauf achten. Man muss im Prinzip direkt an den Wassertank ranfahren. So, und bevor wir jetzt die Zeit verpennen, der Truck ist voll, den fahren wir jetzt noch rüber. Dann haben wir nämlich tatsächlich noch die Kohle drin. 9:58 Uhr, sonst ist nämlich gleich der Preis im Keller. Das ist nämlich gar nicht gut. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ja, wir sind jetzt mit dem Preis bei den Zuckerrüben, bei der Mühle. Da muss ich gleich mal wechseln. Ich will nur erstmal hier sauber um die Kurve. Will jetzt hier nicht noch durch das Hin- und Her-Switchen dann noch Probleme verursachen. So, und jetzt gleich 10 Uhr ist, dann könnt ihr mal auf den Zuckerrübenpreis achten. Der dürfte massiv in den Keller runtergehen. Wir haben ja jetzt einige 100.000 Liter abgegeben. Ich glaube, der wird weit unter 600, vielleicht sogar unter 500 runterfallen. Deswegen ist immer wichtig, dass man es das innerhalb einer Spielstunde macht, weil danach ist der Preis verhagelt sozusagen. Und ja, man macht eigentlich unnötig Verluste. Also von daher auch ein Tipp an euch, wenn ihr was verkaufen wollt und habt eine große Menge, guckt immer, dass ihr zum Beginn der Spielstunde anfangt damit. Denn dann habt ihr es auch ein bisschen einfacher. So, hier werden wir jetzt mal das nächste weiterfüllen. Das ist natürlich echt blöd gewesen jetzt hier. Aber gut, so kriegen wir das hier hin. So, das heißt, wir fahren einfach. Jetzt probiere ich das mal von innen, mal gucken, wie das funktioniert. So, wir werden jetzt mal vorsichtig zurückfahren. Gucken, ob ich das so gut ranrangiert bekomme. Ja, passt wunderbar. Ich bin, glaube ich, nirgendwo hängen geblieben. Wir gucken nochmal. Nö, sieht gut aus. Können wir also so auffüllen. Wunderbar. So, und wir haben unsere letzte Fuhre geschafft. Wir sind auf 220.000 Euro. Das hat sich doch mal richtig gelohnt. Und ich denke mal, in der nächsten Fuhre können wir vielleicht so zwischendrin immer wieder noch was verkaufen, damit wir einfach gut Kohle zusammenkriegen. Ah, jetzt bin ich falsch gefahren, das ist doof. Fahren wir hier oben rum. Ist ja jetzt erstmal nicht ganz so tragisch. Denn, ja, wir fahren ja jetzt keine weitere Tour, müssen eigentlich nur zurück. Oh, das Blöde ist, ich habe Feld 10 und Feld 11 verbunden. Jetzt muss ich ganz da unten entlang. Eieiei. Oh, jetzt könnt ihr mal gucken. Zuckerrübenpreis von 666 auf 359 runter. Also das tut doch mal so richtig weh. Boah. Also das war heftig. So, und hier haben wir jetzt noch unsere Solaranlagen. Da können wir auch dann bei Gelegenheit mal noch erweitern. So, im Wasser sind wir durch. Das hat wunderbar geklappt. Das heißt, nee, einen Behälter haben wir ja noch. Ich sehe es gerade, 33%. Haha. Den machen wir natürlich nah. Wo willst du denn hin, mein Freund? Noch voll? Obwohl, also das mit dem Truck hier ist gar nicht so einfach zu fahren. Aus der Cockpit-Ansicht. Vor allem, man muss ja schön weit ausholen, bevor man dann um die Kurve fährt. Aber darf nicht zu weit ausholen, damit man nicht hängen bleibt. Da freue ich mich beim LS15 schon drauf, wenn wirklich die Außenspiegel da funktionieren. Ich denke mal, dann ist es auch ein ganz anderes Fahrgefühl nochmal. So, und jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit. Für den Truck hier meine ich. Das heißt, wir werden den hier gleich mal auftanken. So, warum tankt der nicht? Weil ich viel zu weit weg stehe, ich Dummerchen. Okay, dann sollten wir das vielleicht noch mal etwas korrigieren. Ein bisschen näher ranfahren. Wir haben ja schließlich keine 15 Meter Tankschlauch hier dran. So, einmal das hier auffüllen. Dann werden wir noch hier, wie gesagt, deinen letzten Gewächstank füllen. Gewächshaustank. Dann haben wir das auch geschafft. So, hier könnte ich vielleicht sogar so rum ranfahren, weil das hier die Außenseite ist. Ob das so hinhaut, wenn ich hier nah ranfahre, müsste das eigentlich klappen. Ja, passt wunderbar. Sehr schön. Somit haben wir unsere neuen Gewächshäuser auch fertig. Es wird gerade noch ein bisschen aufgetankt. Wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen. Ja, schnell nochmal gucken, was unser Grupper macht. Ja, das sieht auch gut aus. Der hat richtig viel erledigt. Dann schauen wir mal schnell noch nach der Sämaschine.
Wenn wir gerade gucken, wo wir die jetzt hingestellt haben. Da drüben ist hier die kleine. Oh, unser süßer, kleiner, schnuckliger Farmoll. Kurz noch die Fruchtsorte wechseln. Und dann bringen wir den schon mal in Position. Dann werden wir morgen mit der Einsaat starten. Und was wir in der Verbindung ja auch noch dann vor uns haben, ist das Düngen. Das werden wir dann mit dem Miststreuer machen. Das ist auch ganz praktisch, weil dann können wir nämlich den Lizard Hardlader gleich rüberfahren. Im Prinzip zum Kuhstall. Da können wir erstmal den Miststreuer befüllen. Danach können wir also auch dann von da aus gleich mit dem restlichen Mist, den die Kühe ja fleißigst produzieren, auch die Gewächshäuser noch befüllen. Dann haben die nämlich auch die volle Auslastung und bringen für uns auch die volle Kohle. So, da starte ich aber nicht mehr mit, denn wir sind leider durch mit der Folge. Hier warte ich jetzt nur noch, bis der Knabe gedreht hat. Dann haben wir das auch fertig. Ich sag schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Tipps, Tricks, Anregungen oder Wünsche habt, dann äußert sie einfach am besten in den Kommentaren, weil dann brauchen nämlich die Wünsche nicht dreimal geschrieben zu werden, sondern dann sieht einer, ach, das hat schon einer gesagt, der gibt einen Daumen drauf und dann ist gut und wir können alle gemeinsam drüber sprechen. So, hier sage ich mal, Helferchen, du hast Feierabend. Bis übermorgen, ihr Lieben. Servus und Tschüss.